Das ist die Geschichte von Friedel und Hansel, den letzten echten Bergbauern Südtirols. Es ist die Geschichte von zwei Brüdern, an denen die Zeit irgendwie vorbeigegangen ist. Die Geschichte von Einfachheit und Schönheit und der Angst. Jahr für Jahr bricht der Hang vor ihrem Haus ein weiteres Stück ab. Den Nachbarhof hat es schon in die Tiefe gerissen. Und auch für Friedel und Hansel kommt der Abgrund immer näher. So wie Alter und Tod. Ein ganzes Zeichen war es, sagen wir. Ich nahm lange, sagen wir, etwa 5-6 Meter. Einmal sind 5-6 Meter auf einmal abgebrochen. Nach der Schneeschmelze im Frühjahr. Das ist richtig. Der Boden war so aufgeweicht, dass es keinen Halt mehr gab an der steilen Seite. Alles abgerutscht. Und neues, als lauter wird, neues durchgebrochen. Ich habe mal 30 Meter. In Amor. Ich habe auch sonst ein ganz Wildjoch. Wir waren gerade beim Holzhacken, als der Hang abrutschte. Und dann haben wir außen gehört, ich wohne zu drübeln, sie schauen, ja, dann ist schon unter Baus. Die Brüder leben allein auf dem Hof. Wir haben sie in den letzten Jahren immer wieder besucht und erlebt, wie sie älter und immer einsamer geworden sind. Friedel mit 82. Ein paar Jahre ist das schon her. Er ist der jüngere der Brüder und der Bauer im Haus. Landwirtschaft im Hochgebirge, das ist eine elende Plackerei. Handarbeit, Maschinen gibt es nicht. Friedel hat es nie anders gekannt. Bei uns sind 14 Kinder gewesen. Und wir waren 14 Kinder, aber nur 8 davon sind groß geworden. Die anderen, mein ältester Bruder Lois und 4 Schwestern sind schon klein gestorben. An Typhus und anderen Sachen. Das Leben im Berg war hart und erbarmungslos. Damals hatten die Menschen ja nur das, was sie mit ihren Händen erwirtschaften konnten. 14 Kinder satt bekommen und 2 Erwachsene. Alle mussten anpacken. Hansel mit der selbstgedrehten und seinem stillen Lächeln. Er geht auf die 90 zu. Er war der Jäger im Haus, war sogar Jagdaufseher. Damals, als das einfache Volk nicht jagen durfte und es viel Wilderei gab. Friedel, der Jüngere, kümmert sich heute, wie früher auch schon, um Haus und Hof und um seinen älteren Bruder. Er kann ja auch alles, macht alles allein.
Wen sollte er auch schon um Hilfe bitten? Der nächste Hof, das nächste Dorf ist weit weg. Zeit für das Vieh. Die Kühe müssen auf die Weide. Es sind nur noch zwei. Mehr schafft Friedel allein nicht mehr. Mali ist ja in der Früh Augen getrieben und nachts wieder kalt. Das ist ein wilder Arbeit gewesen. Solange ich denken kann, habe ich die Kühe morgens ganz früh auf die Alm getrieben und abends wieder zurück. Das war oft eine echte Schufterei. Manchmal waren sie ganz leicht zu finden. Aber dann hatten sie sich so weit verlaufen, dass ich oft die halbe Nacht nach ihnen suchen musste. Auch mit über 80 ist Friedel immer noch ganz gut zu Fuß. Früher, als die Familie noch größer war, gab es außer den Kühen auch noch Schafe. Und die waren dann noch schwerer zu finden im Berg. Aber da entlang ist, hat es noch geschnieben. Oft hat es auch im Frühjahr noch geschneit. Und ich musste dann die Schafe hüten. Einmal waren die Tiere im Schneetreiben auf der Alm. Und da ist der Bruder losgegangen, sie zu suchen. Auch heute noch Almauftrieb, fast so wie früher. Jedes Jahr werden Tausende von Schafen über den Semilaun getrieben. Mensch und Tier bereiten sich vor für den abenteuerlichen und gefährlichen Marsch. Meine Aufgabe ist es, die Schafe auf die Alm zu bringen und sie dort bis zum Herbst zu hüten. Früher hatte ich auch meine eigenen Schafe dabei. Aber das rechnet sich heute nicht mehr. Aus allen Tälern werden die Schafe hier in Fernakt zusammengetrieben. Es ist ein großer Tag. Mit ein bisschen Rodeo für die jungen Burschen und Touristenattraktion für die Gäste. Noch eine Nacht, dann beginnt der Aufstieg. Der Almauftrieb aus dem Schnalztal ist etwas ganz Besonderes, hat eine lange Tradition. Schon vor Hunderten von Jahren zogen die Schafe aus dem Schnalztal ins Ötztal, weil die Weiderechte über den Semilaun nach Wendt den Schnalzer Bauern gehörten. Einmal über den Semilaun, bei Schnee und Eis. Kein leichter Marsch. Wir haben auch Zeiten erlebt, Übertriebe, wo es ganz schlecht war. Wir haben Auftriebe erlebt, die waren ganz schlimm. 1979 zum Beispiel. Da hat es schon am Morgen in Vernakt geschneit. Wir hatten 20 cm Neuschnee. 20 cm Schnee, glaube ich, gehabt. Und hat allen angefangen, richtig zu schneien. Und dann sind wir halt auch. Trotzdem sind wir losgezogen und haben im Schneetreiben mit 1200 Schafen den Semilaun überquert. Und dann ist starker Nordwind aufgekommen. Der Wind hat die Tiere einfach vom Berg gefischt. Schnee freigeschaufelt haben, oben am der Semilaun hinten, Jochkäfel. Dann hat die Tiere runtergeschmissen. Was im Tal so friedlich angefangen hat, wird im Berg blitzschnell zum Kampf ums Überleben.
Mit Almauftrieb haben Friedel und Hansel nichts mehr zu schaffen. Das ist was für die Jungen. Genug, dass sie das Futter für die beiden letzten Kühe ranschaffen müssen. Heu machen im Steilhang, wie vor 100 Jahren. Das will heute keiner mehr machen. Aber die Wieser-Brüder kennen's nicht anders. Jawohl. Sie waren fesche Burschen, als sie jung waren. Aber eine Frau hat sich nie zu ihnen auf den Berg verirrt. Zu einsam, zu viel Arbeit. So sind die Brüder nach dem Tod der Eltern eben allein geblieben. Der Bruch ist gewesen, kein Weg ist gewesen. Da ist keine Frau aber rum. Welche Frau will schon hier leben? Hier ging ja auch nie eine Straße rauf. Und dann der Abgrund gleich neben dem Haus. Das will keine Frau. Die Berge bekam keiner. Auch heute gehen sie noch nicht gerne in die Berge. Die Bergbauern finden keine Frauen mehr. Vieh, Holz, die Landwirtschaft überhaupt. Hat doch keinen Wert mehr. Für eine Kuh kriegst du nur noch 300 bis 400 Euro. Das ist lächerlich. Friedel und Hansel wissen, dass sie die letzten Bauern auf dem Wieserhof sind. Da kommt niemand mehr nach ihnen. Jahrhundertelang war der Hof in Familienhand. Wenn der letzte von ihnen geht, dann ist das das Ende. Niemand wird die schwere Arbeit machen wollen. Niemand wird hier oben wohnen wollen, so weit weg vom Leben der modernen Welt. Warum sie nicht weggegangen sind in jungen Jahren, so wie die Schwester, die ins Tal geheiratet hat, das wissen Friedel und Hansel selbst nicht mehr. Hat sich eben nicht ergeben. Und was hätte die Mutter denn allein ohne sie gemacht? So sind die Jahre dahingegangen. Tag für Tag, immer gleich. Die Brüder haben das, was sie zum Leben brauchen. Und sie haben ihre Erinnerungen. Es war ein Tag wie dieser. Auch damals zogen Unwetter auf. Ein Tag, der Unglück über die Familie gebracht hat. Die Köffler der Bärter, er ist gegangen einkaufen. Und dann sind die Köffler getanzt, das ist in Magdalena geworden. Da haben schon vier Schafelstück. Mein Bruder Peter war beim Kofler im Tal einkaufen.
Im Koflerhof wurde der Festtag der heiligen Magdalena gefeiert und auch getanzt. Peter aber war nicht zum Tanzen zumute. Und so hat er sich auf den Rückweg nach Hause gemacht. Als er durch den Wald kam, zog ein Gewitter auf. Peter suchte sich einen Unterstand und wartete erst mal ab, bis das Schlimmste vorbei war. Was dann geschah, erinnert sich Hansel, als sei es gestern erst passiert. Und nochmal 12 Uhr Nacht, da sind wir anders erkennen. Auf der ganzen Fetzen aus, ja, weil es Wetter, weil will den Regen kommen. Es war mitten in der Nacht, als Peter beim Hof ankam. Er war durch und durch nass. Peter und Luis teilten sich damals ein Zimmer. Ich selbst habe in dieser Nacht bei dem schrecklichen Wetter kein Auge zugetan. Als Peter schlafen gehen wollte, schrie er: Um Gottes Willen, der Luis ist tot. Ich bin dann gleich rübergerannt. Und der Peter hat die Mutter gerufen. Unser Bruder Luis lag tot neben dem Fenster. Und das Fenster stand offen. Wahrscheinlich wurde Luis vom Blitz erschlagen, als er das Fenster zumachen wollte. Eine der vielen Tragödien in der Wieser-Familie. Ein neuer Arbeitstag für Friedel. Von Kindheit an. 7 Tage die Woche. Ferien oder Feierabend hat er nie gekannt. Frisches Futter für die Kühe. Friedel ist durchtrainiert und drahtig, wie kaum einer, der Mitte 80 ist. Aber auch er spürt, wie die Kräfte langsam weggehen. Hansel ist weniger stark als sein Bruder. Er wollte nie Bauer sein, war mit Leib und Seele Jäger. Und davon erzählt er gern. Jagdaufseher bin ich geworden, 22 Jahre. Und noch. Ich war 22 Jahre lang Jagdaufseher. Wenn ich einen Wilderer erwischt habe, dann musste ich eine Anzeige machen. Ich musste in Welsberg sogar einen Schwur ablegen, dass ich Wilderei immer zur Anzeige bringe, dass ich meine Pflicht ordentlich erfülle. Ich wäre sonst ja selbst bestraft worden. Es wäre ja Diebstahl gewesen, wenn sie entdeckt hätten, dass ich schwindle. Ich wurde ja für meine Arbeit bezahlt. Jagdaufseher
Jagdaufseher in den Südtiroler Bergen. Hansl hat sich dabei nie einsam gefühlt. Er war ja auch nie allein. In einer der schönsten Landschaften Europas. Jagdaufseher in den Bergen, das war und ist aber auch eine gefährliche Arbeit.